Die Lotto 11 ist wieder on Tour. Die erste von 13 Stationen in der neuen Spielzeit hieß Herxheim bei Landau. 600 Zuschauer sorgten für eine starke Kulisse. Und die Gastgeschenke, die den Fußballstars um Guido Buchwald gemacht wurden, waren direkt mal ein echtes Highlight. Eine Friedens-Kapitänsbinde erhielt jeder Akteur. Seit 1999 schickt Lotto Rheinland-Pfalz die Prominentenmannschaft durchs Land. Geschäftsführer Jürgen Häfner zeigte zur Premiere direkt Präsenz. Ja, wir sind sehr froh, dass es jetzt wieder losgeht. Die Lotto 11 hat ja in ihrer bisherigen Laufbahn 255 Spiele bestritten, über 3,4 Millionen Euro eingespielt. Und jetzt ist es gut, dass die Saison beginnt. Alle Spieler sind motiviert, sind gut trainiert aus dem Trainingslager, aus dem Winter zurückgekommen. Und wir sind vor allen Dingen froh, dass wir auch wieder etwas Gutes tun können und für einen guten Zweck spielen. Der Förderverein der Fritz-Walter-Stiftung war der Destinatär des Spiels. Kinder- und Jugendförderung sind die vorrangigen Ziele. Da passte es in Tagen wie diesen, dass spontan entschieden wurde, auch einen Teil des Erlöses für kriegsgeflüchtete junge Menschen einzusetzen. Ich glaube, vor 3 Jahren haben wir die Zusage bekommen, dass die Lotto 11 bei uns spielen wird. Ja, aber wie gesagt, wenn für einen guten Zweck, sind wir für alles zu haben und haben auch Geduld. Der Lotto-Elftross freut sich auf die Saison. Für Lena Gössling und David Odonkor wird es die zweite Spielzeit sein. Die Prominentenmannschaft ist in Teilen jünger geworden. Gegen stets motivierte Ü40-Gastgeberteams durchaus angebracht. Die Traditionself der Blau-Weißen gespickt mit ehemaligen Verbands- und Oberligaspielern. So wurde es eine gutklassige Benefizbegegnung, in der David Odonkor die ersten Akzente setzte. Er erzielte das 1:2 auf sehr ähnliche Art und Weise. Es war eine phasenweise intensive Begegnung. Die Gastgeber verteidigten vehement. Lena Gössling weiß aber damit umzugehen. Schon mit dem nächsten Ballkontakt leitete sie einen typischen Angriff ihrer Farben ein. Oft geht es über links und Darius Wosch. Der läuft und läuft wie ein Uhrwerk und er flankt nach wie vor sehr präzise. Fabrizio Heyer vollendete per Kopf. Auch er in seiner zweiten Spielzeit für die Lotto 11. 3:0 stand es zur Pause. Dann wurden gleich 2 Schecks präsentiert. In der Summe 11.000 Euro. Ein klasse Ergebnis. Heute haben wir viele Kinder hier bewegt. Wir haben ein Training gehabt heute Mittag, Torwarttraining. Und dann noch ein Kanälscher-Spiel. Und jetzt spielen die ehemaligen Stars für einen guten Zweck. Und eine 5-stellige Spendensumme, die wir auch gut einsetzen können für unsere Zwecke und auch für die Zwecke für die Kinder in der Ukraine. Das ist uns ein großes Anliegen. Im zweiten Durchgang wurde eifrig gewechselt. So stand bei den Gästen zum Beispiel eine Handballtorwartlegende zwischen den Pfosten. Henning Fritz hielt seinen Kasten sauber. Auf der anderen Seite war wesentlich mehr los. Konstantin Stengel und seine Vorderleute warfen sich in so manchen Ball. Der Torwart der Herxheimer sollte zum Spieler des Spiels ausgezeichnet werden. Sowas wie die Hauptdarsteller im zweiten Akt waren jedoch Fabrizio Heyer, der gleich 2-mal elfmeterreif gefoult wurde, und Dr. Markus Merck, der deshalb entscheidend eingreifen musste. Den ersten Strafstoß verwandelte Anel Chaka. Und den zweiten Streich setzte wenig später Euro Eddie Schmidt. So stand es am Ende 5:0 für die Favoriten, deren Start sich sehen lassen kann. 12 weitere Spiele können kommen. Erstmal kann man wieder was zurückgeben den Menschen und es macht einfach Spaß, mit dieser Mannschaft zu spielen und ich liebe Fußball zu spielen, das ist meine Leidenschaft und ja, deswegen mache ich das gerne. Das sieht man und das macht den Zuschauern Freude, die sich in diesem Jahr wieder auf reichlich Tore, Erlöse, Fotos und gute Begegnungen freuen können. In Herxheim wurde ein starker Anfang gemacht.